Wunderschönen guten Morgen. Heute ist Sonntag. Wir sind im Schwarzwald und heute ist unser dritter Fahrtag. Und vor dem Frühstück hat uns bereits ein Regenschauer empfangen. Nun, es ist einfach ein durchwachsenes Wochenende, aber gestern war auch die Welt unter angesagt und wir kamen mit 3 Tropfen über den ganzen Tag hinweg. Also, das Glück werden wir heute auch haben, denn das soll es jetzt mit dem Schauer gewesen sein und heute soll es für den Rest des Tages trocken bleiben. Melden die Wetterfrösche. Und damit das so ist, essen wir jetzt alle unsere Teller auf und dann starten wir die Maschinen. Und es geht in den Nordschwarzwald hoch. Lasst euch mal überraschen, was wir da alles Schönes entdecken. Na, das sieht doch ganz gut aus heute. Da lassen wir das doch erstmal schön einrollen. Immer versuchen wir, die Teilnehmer mit besonderen Routen zu überraschen. Aber jetzt müssen wir erstmal in die Höhe und oben sind Wolken. Solange wir uns noch unter den Wolken befinden, haben wir noch die herrlichste Sicht. Noch ist es gut, aber die Straßen, wer weiß, wo die uns hinführen. Es sieht gut aus. Wir fahren ja hier an der Westseite des Schwarzwalds. Da geht es immer rauf, dann geht es wieder runter in Richtung Rheinebene, dann fahren wir wieder hoch, dann fahren wir wieder runter. Und da weiß man nie, auf welche Höhe man ankommt. Aber ihr seht, wir haben Glück. Ja, so schnell fahren wir natürlich nicht durch, aber ihr seht, wie viele Kurven sich hier aneinander reihen. Es ist doch eine wahre Freude.
So, und jetzt achtet mal, was passieren wird. Wumms! Mein Navi ist runtergefallen. Das hat sich nach 20 Kilometern aus der Verankerung gelöst. Was tun? Ja, die quasi die Unfallstelle sichern. Das ist das Allerwichtigste, mit einer Gruppe irgendwie anhalten. Das ist alt, aber hier an dieser Stelle kann man gut anhalten. Es ist sehr übersichtlich. Wir fahren einfach rechts ran. Ich habe einen Warnblinker dran. Puh, Gruppe hält. Herz klopft. Lutz fährt an mir vorbei. Ich passe den Gegenverkehr ab. Der weiß natürlich auch nicht, was los ist. Aber ich versperre mir den Weg. Kurze Kommunikation. Alles klar. Wunderbar. Eigentlich ist die Situation damit bereinigt. Die anderen zwei Autos, die haben Verständnis, die Gruppe hat gut geparkt. Jetzt kann man eigentlich das Navi wieder, dem ist nichts passiert. Das alte 93er Sumo, das ist eh nicht mehr viel wert, das ist glaube ich 6 Jahre alt. Das könnte man jetzt einfach drauf tun, Ersatznavi habe ich dabei. Aber eins ist jetzt passiert. Das ist entscheidend jetzt. Jetzt guckt mal, was passiert ist. Da oben gibt es einen kleinen Parkplatz. Und da bin ich absichtlich nicht reingefahren, weil ich habe schon gesehen, der ist abschüssig. Und der Lutz, der mich passiert hat, der ist da hingefahren, ist ganz raus, wollte seine Typhoon auf den Hauptständer stellen. Tja, ein Teil des Seitenständers hat sich in das reingebohrt, vertieft, umgefallen, er ist gleich mitgefallen. Tja, vereinte Kräfte, nichts passiert, Glück gehabt. Aber welch ein Schreckmoment. Du möchtest eine Lakritzschnecke. Hat den Schnecken Lakritz? Hier sieht man, wie eins zum anderen kommen kann und puh, zum Glück gab es Lutschpastillen aus Sachsen. Aber jetzt müssen wir erst einmal ruhig wieder ins Fahren reinkommen, den Schreck überwinden. Lutz hat wie so oft den Blinker wieder drin. Alles klappt. Wir kommen so wieder ins Fahren rein. Und wir kommen auch hier oben wieder in so leichten Nebel und hoffen wie immer, dass wir heil gut durchkommen und es bald wieder runtergeht. Und das tut es zum Glück. Ja, auf solchen Nebenstrecken, da kommen unsere Kräfte wieder, weil jetzt haben wir den Schreck überwunden. Jetzt läuft das alles wie am Schnürchen, wie den Tage vorher. Das hier ist eine der bekannten Strecken hier. Deshalb
stehen natürlich überall Achtung, Warnen, damit die Motorradfahrer nicht runterrasen. Hier geht es Richtung Baden-Baden, wieder Richtung Rheinebene runter und man muss in Baden-Württemberg mit Radarfallen rechnen. Nicht, dass uns das Scooterfahrer groß stören würde, wir rasen ja eh nicht, aber es wäre trotzdem unnötig, wenn man 20er zahlen müssten. Also fahren wir, wenn 70 erlaubt ist, fahren wir 70, klar. Und die nächste berühmt-berüchtigte Zweiradstrecke, die heißt Rote Lache. Ihr seht schon, die ist etwas enger, hier gibt es keinen Mittelstreifen, da muss man mit allem Möglichen rechnen, wer entgegenkommt. Und die ist einfach ein einziger Kurvenrausch. Lohnt sich. Jetzt fahren wir zum nächsten Ziel. Das ist eine Talsperre, die Schwarzenbach-Talsperre. Und hier wird Strom erzeugt, indem man Wasser vom Berg nach unten fließen lässt. Ja, jetzt sieht es unheimlich neblig aus, aber Entwarnung. Das ist nur mein Unterwassergehäuse. Das jetzt durch diese Sonne, das ist richtig warm, geschlägt. Sehe ich natürlich nicht, weil ich bin mit Fahren beschäftigt. Und jetzt gibt es erstmal lecker Kirschtorte. Habt ihr den Spaß für die Kirschtorte gegessen? Wir standen gerade da hinten in der Kaffee. Und wieder die andere Kamera im Unterwassergehäuse. Ja, die sieht immer aus, als ob es Nebel hat. Aber es ist herrlichstes Sommerwetter. Guck mal, was ich hier ausprobiere. Lenker flattern bei ungefähr Tempo 60. Lenker loslassen, Hände weg. Und was passiert? Sogar eine Tankstelle für den Lutz mit dem kleinen Typhoon-Tank haben wir gefunden. Es war ein bisschen schwierig und der nette Tankwart machte extra für uns auf und verriet uns, Achtung wegen der Baustelle, fahrt einfach durch, es ist alles fertig geteert, am nächsten Tag wird eröffnet, egal ob da gesperrt ist, macht es, spart euch 15 Kilometer. Sehr, sehr freundlich. Das hier ist diese Baustelle. Hier sieht es doch voll nach Schwarzwald aus. Alles grün, lauter Bäume und natürlich, wir sind in Baden-Württemberg, lauter Warnungen, Achtung, Zweiradfahren könnte gefährlich sein. Ach, echt? Das ist ja was ganz Neues. So, grüß Gott in Baiersbronn hier.
Das ist eine der, ja, wenn nicht gar die kulinarische Hochburg in Deutschland mit lauter 3-Sterne-Lokalen. Nicht, dass wir da was dagegen hätten, aber tja, der Geldbeutel, der ist nicht so dick gefüllt. Außerdem wollen wir lieber Scooter fahren. Upsa! Ja, der Regenguss hat hier für eine Lache gesorgt, quer über die Fahrbahn. Gut, dass ich vorausfahre und nach hinten Warnung geben kann, nicht, dass was passiert. So, aber jetzt nochmal den Berg flott runter und dann Richtung Hotel. Ich hoffe, euch hat der Schwarzwald so gut gefallen wie uns und wir kommen auf jeden Fall wieder.